Ja, wir sind hier in Asenza. Das ist zwei Orte nach Malcesine. Und hier befindet sich unser Campingstellplatz, so ein bisschen Mischmasch aus beiden. Aber ich würde fast mehr sagen, ein Stellplatz. Warum, wieso, weshalb, zeige ich euch gleich. Ja, wir stehen auf dem Campingplatz Punto Verde. Hier auf dem Schild zu erkennen und haben hier einen ganz, ganz tollen Platz gefunden, wo wir für die 4 Nächte Gardasee genießen konnten. Ich will euch mal den Stellplatz so mit ein paar Bildern, Sequenzen vorstellen und schaut einfach rein. Ja, wenn man reinkommt, ist gleich das Empfangsgebäude mit einem kleinen Supermarkt. Ja, der Geldautomat, der hier steht, ist im Moment außer Funktion. Der Supermarkt ist gut sortiert und bietet eigentlich alles, was notwendig ist. Öffnet früh 8 Uhr, Brötchen kaufen und dann hat man dieses herrliche Panorama hier vor sich und kann das Leben genießen. Entsorgung von Flaschen und Müll kann man hier vorne sehr gut machen. Naja, das ist jetzt mehr oder weniger privat, diese ganze Geschichte. Und hier haben wir jetzt schon den Zugang zum Stellplatz. Hier, diese Hütte war offensichtlich früher das Infogebäude für die oder Rezeption. Und gleich dahinter ist der Sanitärbereich des Stellplatzes. Ja, auch sehr sauber, sehr ordentlich. Alles ganz toll. Ich halte mal in den Männerbereich rein. Ja. Waschbecken genügend zur Verfügung. Hier duschen. Alles sehr sauber. Und im hinteren Bereich Toiletten. Toilettenpapier sollte man mitbringen. Also ich habe noch nicht einmal erlebt, dass hier irgendwas verdreckt war. Hier das Ganze für die Frauen. Und hier kann man Wäsche waschen, Geschirr spülen. Eigentlich auch genügend Plätze vorhanden, um solche Tätigkeiten zu machen. Klar, das kostet Geld und kein Problem. Ja, Treppe wieder hoch, auch für Behinderte mit dran gedacht. Ein Lift entsprechend da, finde ich eigentlich eine tolle Maßnahme, sodass man hier auch barrierefrei diese ganze Geschichte erledigen kann. Und immer wieder dieses tolle Panorama. Ganz toll. Ja, dann kommt man auf den Stellplatz und da sieht man schon, rechts und links des Weges wird geparkt. Der Weg ist befestigt, die Stellflächen sind Wiese geschottert, sodass dort eigentlich ein sicheres Stehen möglich ist. Gleich links am Eingang ist die Ver- und Entsorgung von Grauwasser, Fäkalien und Wasser, Frischwasser fürs Fahrzeug. Hier hinten so eine typische Geschichte von den südlichen Ländern, so ein Keramikteil, wo man die Toilette entsorgen kann. Es gibt 25 Stellflächen. Ja, und ja, den einen oder anderen hat man jetzt mittlerweile auch kennengelernt hier. Ja, man kennt uns teilweise von den Videos und einer hat sich mal bereit erklärt, auch ein bisschen was sagen zu können. Hallo, ich habe gehört, du warst schon oft hier. Warum? Paar Mal schon, so knapp 10 Jahre. Platz liegt gut gelegen, Hälfte vom See. Genau. War schon schön in die Berge drin. Ja. Ja. Man hat beides, gell? Hier oben die Berge und hier unten hast du dann schon mehr Ja, das Flache. genau.
und ist mit Fahrrädern. Da unten am See geht der Radweg entlang und mit dem Moped sehr schnell unterwegs, sehr gut unterwegs. Genau, man kommt überall hin, Norden fahren, Süden fahren, alle Märkte abfahren. Genau. Und auf der Seite sind wenig Tunnel. Ja, so die Ostseite, Westseite hat ja viel mehr Tunnel zum Fahren. Man sieht da nicht so viel von der Landschaft. Bist du immer auf diesem Platz? Immer nicht, aber so alle paar Jahre mal sporadisch. Einmal, zweimal. Also ihr seht, an diesem Platz kann man doch kommen und genießen, weil er bietet eben eine ganze Menge familiäres Flair. Ja, ja? Das stimmt. Die Mutti da vorne, gell, das ist... Genau, das ist die Mutti, die Tochter, der Bruder, die Schwester und die Kinder sind immer dabei. Ja. Die Männer sieht man ja, die schaffen immer irgendwo anders, keine Ahnung. Aber die betreiben hier komplett den Platz mit diesen Olivenbäumen. Ja, das stimmt. Im November werden die ganzen Oliven reif und schütteln die ganzen Bäume ab. Sind aber keine Essoliven, also nur für Öl. Okay. Alles aus dieser Region sind nur Öloliven. Okay. Ja. Na dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und gleich so. Mach mal. Danke. Bitte. Ciao. Ja. Man hat auch genügend Platz zum draußen sitzen, man hat aber nicht von jedem Platz eben Sicht auf den See. Man hört jetzt auch zum Teil die Straßengeräusche doch recht intensiv. Ja, wir stehen, das ist am Gardasee so, man steht dort wirklich vis-à-vis der Straße. Wir sind allerdings schon ein bisschen zurückversetzt, das hat man ja auch an den Eingangsbildern gesehen. Ja. Und im Moment sind gerade viele Deutsche hier. Die sind jetzt alle schon unterwegs. Ich habe jetzt auch die Gunst der Stunde genutzt, das mal zu machen. Und jetzt kommt mein Freund André. Moin. Sag mal, wie kommt es denn, dass du hier bist? Ja, die Sonne soll in Italien scheinen, haben sie gesagt im Fernsehen. Und da habe ich gedacht, dann fahren wir hierher. Und wie der Teufel das will, fahre ich auf einmal hinter Jens und Mark. Das glaubt man ja nicht. Ja, das, also es ist nicht organisiert, das könnt ihr uns glauben. Es ist wirklich der totale Zufall. Ja. Wir, uns ging es genauso, wo wir vom Ausflug gekommen sind, stand der da, na, Pinneberg, alles gut. Hä? Den kennst du doch. Genau. Ja, und jetzt haben wir eine schöne Zeit miteinander. Gell? Genau. Gestern Abend, vorgestern Abend schon miteinander verbracht. Ja. Und heute Abend gibt es lecker Thüringer Würstchen. Das ist so. Ja, gut, André, ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Euch auch. Ja, wir haben richtig Glück gehabt. Wir haben wohl den schönsten Platz hier erwischt. Mit fast komplett freier Sicht auf den See. Also wenn wir hier abends so schön vor unserer Villa sitzen, ja, hier alles noch so eingerichtet, dann hat man, ich nehme mal jetzt Manus Platz, dann sieht man dieses Panorama und das ist schon, könnt euch merken, Platz 10, Camping Punto Verde, da steht er richtig gut. Ich habe diesen Platz bei Stellplatzradar der App von ProMobil gefunden und habe dort angerufen und habe mit denen geredet, ja, sie können kommen und wir reservieren. Ich hatte ursprünglich 3 Plätze bestellt. Leider sind die anderen 2 nicht mitgekommen, aber wir haben gesagt, wir fahren. Und ja, und haben eben eine tolle Zeit. Da wurde das uns eben mehr oder weniger so eingerichtet, dass wir hier zu dritt stehen konnten. Naja, egal. Natürlich haben wir uns dann den für uns schönsten Platz rausgesucht. Ob das jeder so sieht, ist noch die zweite Sache. Hat natürlich auch was mit der Länge des Wohnmobils zu tun. Also für Fahrzeuge über 7,50 Meter, 8 Meter würde vielleicht noch gehen, aber alles andere ist grenzwertig. Also die Morelos hätten hier auch mit den Bäumen und so weiter schon arge Probleme. Ja, ja, sie haben halt natürliche Grenzen. Da kommen wir noch ganz gut damit zurecht. Ja, das war eine kurze Vorstellung vom Platz. Und ich hoffe, es sagt euch zu und ihr könnt ruhig herkommen. Die Italiener freuen sich.